Hallo und herzlich willkommen bei Klaus Grillt, feines Grillen Barbecue. Heute geht es um den hier und die Kritik daran. Da müssen wir drüber reden. Viel Spaß dabei. Aber man unterstellt mir ja, dass ich nicht kritikfähig bin und müsste jetzt eigentlich schon, wie könnt ihr und wagen, meinen Grill zu kritisieren? Seid ihr denn völlig verrückt? Aber ihr habt recht, ihr habt euch den angeguckt, ihr habt eure Meinung dazu gebildet und 99 bis 95, vielleicht fast 100% hat der Grill super gut gefallen. Erstmal vielen Dank dafür, aber einige haben auch Bedenken geäußert, haben gesagt, was ist hiermit, was ist damit oder das kann so nicht sein. Also erster Punkt Preis, ja, muss sagen, Preisdiskussionen über Preiskritik muss ich vom Tisch wischen, muss ich sagen, also ich kann Preis jedes Mal als Kritikpunkt rausholen, egal wie niedrig der ist. Ich denke, 1500 Euro für so ein Gerät sind absolut realistisch eingepreist, kostet es halt und wir haben Stahlpreise und ich will die Diskussion ja nicht von vorne anfangen, aber Preis ist Preis und ein Preis ist für mich nie ein Kritikpunkt. Wenn, dann ist ein Kritikpunkt, dass man zu wenig Geld auf dem Konto hat, das ist tatsächlich dann fürchterlich ärgerlich und kann ich dann auch verstehen und manchmal muss man dann auch was an sich vorbeigehen lassen, weil einem selber zu teuer ist, aber dann ist der Preis nicht doof, sondern man hat das Klingel dafür nicht. Das ist ärgerlich, tut mir für jeden leid, der sich nicht leisten kann, wobei ich sagen muss, 1500 Euro kostet eine vernünftige Lederjacke hoch, also ja, kauf sie halt nicht jeden Tag. Ansonsten gibt es auch viele Grills, die kosten viel, viel weniger. Zum Beispiel ein Weber Kugelgrill oder ein Baumeister und Kleiner Dankook oder was auch immer. Oder auch ein Bräuchling Gasgrill, findest du für weniger Geld. Also wenn die Diskussion sein soll, dann haben wir auf meinem Kanal viele andere billige Grills zu sehen. Und auch viele andere teure. Also ich habe schon Feuerplattengrills für an die 5000 Euro gezeigt. Also von daher ist das Thema, ihr hält, glaube ich, damit jetzt einfach alle mal abgefrühstückt. Also der nächste Punkt, der immer wieder kam, ist, die Platte ist zu klein. Die Platte hat einen 90er Durchmesser. Also die Meterplatten, die es sonst gibt, die sind halt 5 cm in jede Richtung größer. Wenn für dich der ausschlaggebende Punkt ist, dass du sagst, du brauchst den Meter, ja, dann ist der Grill nichts für dich. Also kann man sich tatsächlich drüber streiten, ist sie zu groß, ist sie zu klein, ja, nein, vielleicht. Schön, wenn ihr sagt, eine Meterplatte ist größer als eine 90er Platte, muss ich sagen, der Punkt geht an euch. Die ist größer, mir reicht die tatsächlich hier so aus mit 90. Finde auch vom Design her etwas stimmiger mit der 90er Platte. Vielleicht wird es mal eine Variante mit einer 100er Platte eben, aber wie gesagt, das macht jede Seite 5 cm mehr aus. Das macht den Kohl nicht fett. Nächster Punkt, was die Maße angeht, Kritikpunkte doch hier in der Mitte ist zu groß, dieses hier. Und kann ich jetzt so nicht teilen. Weil wir haben das Loch in der Mitte extra groß gemacht, dass wir Holz super nachfüllen können und uns keine Gedanken darum machen müssen, ist jetzt schon ins drin oder ist irgendwas quer, sondern wirklich Platz haben nachzufeuern. Ähnlich wie bei den großen Designgrills, aber in der Mitte noch viel mehr Platz nutzen können. Also wenn du jetzt manche andere Designgrills anguckst, da fehlen hier nochmal 5 cm und dann wird es wirklich manchmal eng. Hier hast du ja schon tatsächlich mehr Platz. Wenn dir dieses Loch wirklich zu groß ist, dann bleibt die klassische Feuerplatte, aber mal Real Talk bei der Feuerplatte, die Zentimeter, die in der Mitte sind, darauf kannst du ja nicht grillen. Die sind ja so brutal heiß, dass alles weggrillt. Und brutal heiß ist auch hier ein Thema. Man hat gesagt, Hitzeverteilung ist komisch. Ja, nein, vielleicht jein. Die Hitzeverteilung kann komisch sein, wenn du das Ding aufheizt und die Asche bzw. die Glut drin verteilst, gleichmäßig unterm Rand, wie man das von manchen Grills gewöhnt ist, wo man das so macht. Solltest du hier nicht tun. Mir ist das letztens passiert, da wollte ich losgrillen. Mein lieber Lars hat die Feuer gemacht und hat gesagt, alles klar, kenn ja die Grills, mache ich so. Und ich habe nicht reingekickt und pack drauf. Und ihr werdet das Video sehen. Zwiebeln drauf gepackt und die waren in Windeseile schwarz, auch hier an der Seite. Und das lag daran, dass das Feuer nicht in der Mitte belassen wurde, wo es hingehört, sondern verteilt wurde. Also du hast hier auch eine Hitzeverteilung drin, insofern du das Feuer in der Mitte lässt. Wenn du das Feuer verteilst, unten in dem, unten auf diesem Feuerrost, dann wird die ganze Platte heiß. Also das kannst du für dich als Vorteil nutzen, wenn du die ganze Platte heiß brauchst. Brauchst die Platte nicht heiß, lässt du das Feuer nur in der Mitte. Also relativ einfach zu machen mit dem Feuermanagement. Dann ist mir persönlich eins aufgefallen beim jetzt mehrfachen, dauerhaften Benutzen von dem Grill. Und zwar ist das Thema Lüftersteuerung. Wir haben eine Lüftersteuerung drin und das hat jetzt kein Zuschauer gesehen, aber ich würde sagen, jetzt aus heutiger Sicht, ist die Lüftung viel besser als die Steuerung. Weil ich bin noch nicht einmal dazu gekommen, bei all diesen Grill-Sessions den zuzudrehen, um da weniger Luft drin zu haben. Sondern ich habe den immer offen, weil er so schön sauber runter verbrennt, dass ich an keiner Stelle irgendwie mich in Nötig gefühlt, die Sehne habe, das weniger zu machen. Also wenn du den hast, drehst du ihn auf, kannst du ihn offen lassen, brauchst die Haken nicht. Also lass ihn von mir aus offen. Was am meisten gesagt wurde, war tatsächlich der größte Kritikpunkt, der kam. Und die gucken wir uns mal jetzt gemeinsam an. Ist hier unten die Aschebox, das ist die hier. Wir haben jetzt hier
glaube zweimal noch ohne leer machen, ihr Grill. Jetzt guck mal, wie die aussieht. Das passiert nach zweimal Grillen. Also die läuft hier nicht voll, weil der halt sehr, sehr sauber verbrennt. Also das meiste tatsächlich oben direkt schon durchs Loch so ein bisschen ins Nirvana geht. Was man machen sollte, ist, was bei der Produktion berücksichtigen werden, ist hier die nochmal anzubohren, dass das Wasser nicht drin steht. Weil wenn es regnet, kann es tatsächlich sein, dass die Schale unten voll läuft und wenn dann ein kleines Loch zum Ablaufen drin ist, ist das schön. Hier ist auch keine Führung, keine Führungsschienen drin. Also siehst du, wenn hier dieser Weg, siehst du, dann geht der quer dann verkantet. Das ist ein bisschen. Das ist doof. Ist aber noch das erste Null-Serienmodell. Bei den Originalgrills, die kommen, sind unten Schienen drin, so wie sich das gehört. Also alle, die gesagt haben, da unten mit der Schiene und so, das könnte man anders machen. Habt ihr recht, sehen wir jetzt genauso. Ja, der letzte Kritikpunkt war, der ist kopiert. Das ist eine Grillkopie, wo ich sagen muss, ja, wenn man das so sehen will, kann man das immer so sehen. Also, das sind natürlich nicht die ersten, die irgendwie einen Grill bauen mit einer Platte oben drauf, aber die ersten, die das mit der Belüftung intelligent machen und mit dem Kamm hier oben. Also, es ist. Ich habe schon welche gesehen, die sehen tatsächlich so aus, aber ob irgendwo in Sachsen ein Garten ein Grill steht, der so ähnlich aussieht, ja, muss ich mich fragen, schöpferische Tiefe, ja oder nein. Also wir haben Schwörk nirgendwo abgemalt, wir haben uns dasselbe Gedanken gemacht und manchmal kommt man tatsächlich zu demselben Ergebnis. So wie Autos meistens vier Räder haben, also das ist jetzt kein Betrug an der Sache, wenn ein Auto vier Räder hat, sondern einfach die Form folgt der Funktion und so ist es hier tatsächlich auch gewesen. Ein Punkt fällt mir gerade ein, wo ich sage, man könnte hier am Rand doch was hoch machen, dass nichts runterfällt. Ja, also erstmal, die Platte neigt sich nach innen, also das meiste rutscht natürlich einfach nur nach innen. Jetzt kann immer mal passieren, wenn ihr was draufschmeißt oder so, dass was runterpurzelt oder was runterfällt. Den Vorteil, den du dir mit so einer Kante erarbeitest, machst du dir aber gleich bei der Bedienung mit den Spachteln zunichte, weil dann kannst du nicht mal über den Rand rüberkehren, kannst nicht mal über den Rand abräumen. Wir haben es tatsächlich während der Planung kurz überlegt, machen wir einen Rand dran, ringsrum, ja oder nein. Und wir haben beschlossen, wir machen nein. Dann noch das Thema Fett tropft runter. Ja, wenn man hier grillt, ist nicht eigentlich das meiste Fett tropft nicht runter, sondern das spritzt. So, wenn wir auf den Fußboden hier gucken, da ist eine Feuerplatte. Da sieht es da drunter so aus. Die Sonne knuspert es wieder weg. Wenn du darauf allergisch reagierst oder deine Terrasse damit nicht verschmutzen möchtest, was ich gut verstehen kann, dann macht es total Sinn, den Richtung Rasen zu stellen. Und der Unterbau ist das Schöne, der ist 50x50. Das ist genauso wie die großen Terrassenplatten. Also es reicht eine Terrassenplatte runter 50x50 oder du nimmst die 40er und machst 40x40x40, dann hast du praktisch die gesamte Plattenbreite, also ziemlich fast genau abgedeckt. Und kannst dir dann so einen kleinen Unterbau machen, wenn du praktisch diese Fettspritzer nicht auf dem Beton haben willst, weil der im Rasen macht nichts. Also da können wir natürlich nicht für alles garantieren und ein Feuerplattengrill, der spritzt, ob das ein Kritikpunkt ist, ich weiß es nicht, aber das ist dann einfach mal richtig erkannt. Ja, mir war wichtig, dass wir mal darüber reden, also mit ein paar Sachen, die ihr gesehen habt, habt ihr tatsächlich richtig gelegen, mit ein paar Sachen hat man auch mal daneben gelegen, auch das passiert. Manche Sachen sind tatsächlich Geschmackssache, auch darüber kann man sich streiten. Mich freut es sehr, dass der Grill tatsächlich von euch so gut angenommen wurde. Schön, dass so viele Menschen tatsächlich schon den Grill gekauft haben. Also vielen Dank an alle. Ich denke, wird noch ein paar Tage dauern, bis der bei euch eintrifft. Wenn, werdet ihr hoffentlich so viel Spaß damit haben wie ich. Wenn ihr zu Hause so einen Grill nicht habt, euch nicht kaufen wollt, ist nicht schlimm. Alle Rezepte, die man hier drauf macht, kann man auf jeder Plansche, auf einer Feuerplatte machen oder. Ganz viele Varianten. Und eine Frage möchte ich noch beantworten, und zwar passt der Klaus Grill Dutch Ofen da rein? Nein. Der passt leider genau nicht. Der ist so wackelig, dass der also weder oben im Loch sitzt, noch gut durchgeht. Der passt da leider nicht rein. Was super hier oben drauf passt, ist ein Kasan. Der geht sehr gut. Von daher würde ich sagen, habt da ein paar Infos mehr dazu. Wichtig, dass wir darüber reden, dass wir es nicht für uns behalten. Mir war eine große Freude, mich mit euch austauschen zu dürfen an der Stelle. Von daher bis zum nächsten Mal. Klaus Grill. Feines Grillen Barbecue. Macht's gut.